Belvedere im Namen heißt ja schon schöne Aussicht und gute Perspektiven. Wir haben nicht nur eine große Verantwortung gegenüber dem Bauträger, sondern vor allen Dingen auch gegenüber den künftigen Nutzern und Bewohnern dieser Wohnungen. Unser Anspruch als Planungsteam und als Architekten, Generalplaner, war bei dem Projekt einen modernen Baustil, den Landschaftsraum und in die gewachsenen Wohnbaustrukturen zu integrieren. Es entstehen 6 Häuser in einer sehr aufgelockerten Bauweise. Das hat natürlich auch Einfluss auf eine sehr hohe Wohnqualität, für die wir gemeinsam mit den Planern und Architekten gesorgt haben. Auch der Makrostandort, das heißt Weimar selbst, ist eine einzigartige Stätte. Eine weitere Herausforderung ist bei so einem Projekt immer das Spannungsfeld zwischen vorhandener Bebauung, gewachsenem Naturraum, gewachsener Bebauung im Umfeld und dann Integration einer solchen neuen baulichen Lösung hinzubekommen. Sieht man eben auch ganz gut an dem Modell, passiert eine Reaktion auf die umliegende Bebauung. Aufgrund der Standortwahl, der Wohnqualität, die geschaffen wird, wird es ein einzigartiges Investment sein, wo sich eine jahrelange, wenn nicht jahrzehntelange Zufriedenheit daraus generieren wird. Es hat letztendlich auch gezeigt, im Rahmen der Kundenanfragen und der Vermarktung, dass genau die Idee der Planung dazu geführt hat, dass die unterschiedlichsten Ideen und Ansprüche, individuelle Wünsche von späteren Eigentümern, Wohnformen bis hin zu Nutzungsanforderungen sich in dem Projekt wiedergefunden haben und widerspiegeln. Unser Team setzt sich zusammen aus erfahrenen, ergebnisorientierten, kompetenten und vor allen Dingen uneigennützig handelnden Personen, Architekten, Ingenieuren und Planern, die für dieses Projekt einfach brennen. Weil eben die Beteiligten durch ihr Wissen und durch ihr Engagement und Herzblut sehr viel zum Erfolg dieses Projekts beigetragen hat und zu der Klasse des Projekts durch diese persönliche Bindung der Gesellschafter an das Projekt und ihren Berufsstand und den Ethos auch, der dazu gehört. All unsere Wohnungen, die hier geplant worden sind, haben eigene Traktionen. So haben wir beginnend im Erdgeschoss Wohnungen, denen ein Eigentümergarten zugeordnet ist. Wir haben Geschosswohnungen, die über tolle Balkone und Lodgien einen guten Teil an Privatsphäre auch bieten. Und wir haben die Penthäuser. Die Reaktion der einzelnen Eigentümer oder das, was eben auch beratungstechnisch erfolgt ist, ist eben so, dass wir eben auch flexible Nutzungen des Grundrisses zugelassen haben. Sicherlich haben wir durch die Art und Weise des Bauens, des Tragsystems eine gewisse Grundstruktur drin, aber es ist jederzeit möglich, Wohnungen von 2 auf 3 Wohnungen oder vielleicht auch auf 4 Wohnungen zu ändern und individuell so zu nutzen, wie man das später auch mit wachsendem Alter, dem Hinzukommen von Kindern oder auch das Thema Barrierefreiheit, dem auch Genüge getan ist bei diesem Projekt, auch nutzen zu können. Also ein möglicher, dauerhafter, schöner Wohnplatz in der Stadt Weimar. Jetzt, wenn Kunden wieder kommen, mit denen ich am Anfang da war, in der Rohbauphase, wo es nur nackter Stein oder nackter Beton gewesen ist, und sie es jetzt sehen und sagen, naja, haben sie recht gehabt. Außergewöhnliche Projekte für die Käufer zu schaffen, die für lange Dauer dem Käufer als Heim, als Zuhause dienen. Man baut für die nächste oder sogar übernächste Generation und diesen qualitativen Anspruch haben wir an uns selber, dass das dann auch so ist. Der größte Dank gebührt eigentlich unseren Käufern, weil ohne die wäre das nicht zustande gekommen, beziehungsweise würde es nicht vollendet werden.